Du willst wissen, wie du deine Nackenschmerzen in nur 30 Sekunden lösen kannst und das ganz ohne Dehnübung? Dann schau dir unbedingt dieses Video an. Okay, kurz zum Ablauf. Erstens, wir machen einen kleinen Eingangstest. Zweitens, wir lösen die Spannung in 30 Sekunden. Und drittens, ich erkläre, warum das funktioniert. Okay, zum Eingangstest kannst du ganz kurz das Video pausieren, stellst dich einmal vor den Spiegel und guckst dir einfach mal deine Schulterhöhe an im Verhältnis zu den Ohren. Einfach mal schauen, wie sieht es jetzt aus und hast du vielleicht auch eine Seite, die ein bisschen höher steht als die andere. Es kann sein, dass du jetzt da gar nichts feststellst, aber manche haben vielleicht da schon mal eine erste kleine Erkenntnis. Okay, wenn du das gemacht hast, Video wieder starten. Dann geht es jetzt los mit der Übung. Es ist ganz unspektakulär. Wir sitzen, ich sitze jetzt hier auf dem Paleo Ciammini Hochkant, du kannst dich einfach auf den Stuhl setzen. Und ich zeige das Ganze jetzt mal auf der rechten Seite, einfach weil die meisten ja Rechtshänder sind und dann auch rechts meistens ein bisschen mehr Spannung ist. So, ich lege meine Hand jetzt hier einfach auf meinen Oberschenkel ab. Und mache Folgendes jetzt. Ich ziehe ganz langsam meine rechte Schulter nach oben. Dafür lassen wir uns ungefähr 10 Sekunden Zeit. Also die Schulter ganz langsam immer ein bisschen weiter nach oben ziehen. Jetzt in dem Fall in Richtung meines rechten Ohres. Immer weiter hoch, immer weiter hoch. Ja. Ich habe es nicht mitgezählt, aber sagen wir mal, das waren es ungefähr 10 Sekunden. Und jetzt bleibe ich hier an diesem hohen Punkt und mache mir mal bewusst, welche Kraftleistung jetzt auch hier meine Nackenmuskulatur bringen muss. Erspüre das für ungefähr 10 Sekunden. Und dann lassen wir gemeinsam die Schulter wieder ganz langsam nach unten ab. Ich löse die Muskelspannung ganz bewusst langsam auf. Auch dafür lassen wir uns nochmal 10 Sekunden Zeit. Ganz langsam loslassen. Vollständig loslassen. So. Das war schon. Jetzt kann man noch mal zum Spiegel gehen und vielleicht noch mal checken, ob sich schon was verändert hat. Aber vor allem ging es jetzt hier ums Erspüren. Und das ist auch der Grund, warum viele mit dieser Übung ein super Ergebnis haben. Es geht hier zum einen um Körperbewusstsein und zum anderen geht es darum, wie dein zentrales Nervensystem programmiert ist. Die halbe Welt, ach, es reicht gar nicht. 80, 90% der Leute haben mit Nackenschmerzen zu tun. Und es ist jetzt nicht besonders zielführend, immer wieder nur das Symptom zu versorgen, zur Massage zu gehen, irgendwelche Übungen permanent zu machen, sondern wir als Strong and Flex sind vor allem ja an ursachenorientierter Arbeit interessiert. Und eben einer der Hauptgründe, warum es zu Nackenverspannungen kommt, ist, weil ich nur im Kopf bin und nicht im Körper, meinen Körper nicht wahrnehme. Dann entsteht Stress. Ist im Übrigen auch nur ein Problem, dass ich einfach nicht weiß, wie ich mit herausfordernden Situationen weise umgehe. Dann entsteht Stress und ohne dass ich es merke, ziehe ich die Schultern hoch. Das ist auch noch so ein archaisches Thema, ne? Wir sind sehr verletzlich, sehr vulnerabel im Bereich der Halswirbelsäule und die ist muskulär sehr, sehr gut abgesichert. Und wenn uns der Termin im Nacken sitzt, der Stress im Nacken sitzt, dann gehen die Schultern hoch und ich bin auf Spannung und merke es vielleicht erst, wenn es zu spät ist, nämlich wenn die Spannung sehr, sehr hoch ist. So, und zum einen schulen wir mit dieser Übung jetzt Körperbewusstsein und ich möchte dich auch anregen, immer mit einem Teil deines Bewusstseins im Körper präsent zu bleiben. Also wenn du, ne, 90% in deinen Kopf schickst, um deine Excel-Tabelle zu überarbeiten, deine Hausaufgaben zu machen, deinen Job zu machen, aber mit 10% in deinem Körper bleibst und dir der Spannungsverhältnisse, in dem Fall des Nackens, bewusst bist, dann wird es gar nicht erst zu Verspannungen kommen, weil du merkst, oh, ich will die Schultern hochziehen, nein, das lasse ich. Ja? Und das andere ist, dass wir jetzt mit der Übung dein zentrales Nervensystem neu programmieren, ja, dem zentralen Nervensystem nochmal sagen, ey, dieser Aufwand ist unnötig, der muss nicht erbracht werden und installieren so praktisch ein kleines Software-Update. Und die Spannung wird runterreguliert.
So, jetzt bin ich sehr gespannt, wie es dir damit gegangen ist. Bitte verleih dem gerne Ausdruck anhand der Kommentare. Da unten findest du auch immer unseren angepinnten Kommentar. Wenn du grundsätzlich interessiert bist an einem schmerzfreien, beweglichen, starken Körper mit einem solchen Behende durch dein ganzes Leben spazieren willst, dann mach unser Strong Flex System. Da kannst du dich da unten anhand des Links informieren. In unmittelbarer Nähe kann man ein Däumchen nach oben geben. Und wenn du es noch nicht abonniert hast, dann mach das doch auch gerne und aktiviere immer die Glocke, denn nur dann bekommst du eine Info, wenn wir ein weiteres dieser wertvollen Videos online stellen. Ich bin an dieser Stelle wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.